Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein 12. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften, Drucksache 19/6537 und erteile der Justizministerin das Wort zur Einbringung. Frau Kühne-Hörmann, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bringe heute den Gesetzentwurf für ein 12. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften, das sogenannte Sammelgesetz, in den Landtag ein. Der Gesetzentwurf folgt den Vorgaben des Leitfadens für das Vorschriftencontrolling, den die Landesregierung im Jahr 2010 eingeführt hat. Im vergangenen Jahr hat die Landesregierung den Leitfaden einer umfassenden, an der Praxis orientierten Prüfung unterzogen und den Leitfaden Anfang 2018 neu gefasst. Dabei wurde die reguläre Befristungsdauer von Rechtsvorschriften moderat angehoben. Denn die bisherigen Fristen haben sich in manchen Fällen als zu kurz erwiesen, um rechtzeitig vor ihrem Ablauf aussagekräftige Ergebnisse aus der Evaluierung erhalten zu können. Die Erstbefristung von Rechtsvorschriften ist nunmehr mit 7 statt mit 5 Jahren vorgesehen. Folgebefristungen sollen für 10 Jahre statt für 8 Jahre erfolgen. Die Möglichkeit, in begründeten Einzelfällen abweichende Befristungen vorzuschlagen, ist erhalten geblieben. Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs ist auch in diesem Jahr die Verlängerung der Geltungsdauer von Stammgesetzen aus den verschiedenen Ressorts. Es handelt sich dabei um insgesamt 8 Gesetze, davon 3 aus dem Bereich der Justiz, 2 aus dem Bereich des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst und 3 aus dem Bereich des Umweltministeriums. Die im Einzelnen vorgeschlagenen Neubefristungen orientieren sich an dem neuen Stufenmodell. Eine Ausnahme bildet zum einen das Allgemeine Berggesetz für das Land Hessen. Hier wird eine Befristung von nur 5 Jahren für angemessen erachtet, da in dieser Zeitspanne ein Überblick über eventuell in Hessen noch existierende bergrechtliche Gewerkschaften gewonnen werden soll. Die Gesellschaftsform der bergrechtlichen Gewerkschaft ist bereits vor längerer Zeit bundesgesetzlich aufgehoben worden. Gegebenenfalls noch existierende Gewerkschaften müssten ordnungsgemäß abgewickelt werden. Zum anderen wird für die Weitergeltung des Hessischen Fischereigesetzes in seiner derzeitigen inhaltlich unveränderten Form lediglich eine Verlängerung von 3 Jahren vorgeschlagen. In dieser Zeit soll die Norm gründlich betrachtet und unter Einbindung aller Akteure gegebenenfalls neu ausgerichtet und novelliert werden. Außerdem ist als Besonderheit zu erwähnen, dass zudem Sozialberufeanerkennungsgesetz bislang noch keine umfassende Evaluation vorgenommen wurde, da dieses Gesetz selbst eine eigenständige Erprobungsklausel enthält. Die entsprechenden Evaluationsberichte der Hochschulen sind in 3 Jahren zu erwarten und können deshalb erst bei einer künftigen Gesetzesänderung berücksichtigt werden. Bei keinem der im Sammelgesetz enthaltenen Gesetze wurde von den beteiligten Fachkreisen und Verbänden grundsätzliche Einwände gegen eine Verlängerung der Geltungsdauer erhoben. Und wie in den Vorjahren als Praxis geübt, werde ich den Mitgliedern des Rechtspolitischen Ausschusses gern die Anhörungsunterlagen zu den evaluierten Gesetzen zur Verfügung stellen. Danke, Frau Staatsministerin. Ich eröffne die Aussprache. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Und für die SPD-Fraktion hat sich Frau Hofmann zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir beraten als Parlament erneut ein Gesetz zur Verlängerung bzw. Entfristung von sogenannten Rechtsvorschriften, also verschiedenen Gesetzen. Wir haben es schon gehört, 8 an der Zahl, die mit einer unterschiedlichen Befristungsdauer versehen sind. Das klingt erst einmal soweit gut. Nur ich muss an der Stelle unsere grundsätzliche Kritik erneuern. Weil an Ihrem Verfahren hat sich ja über die Jahre nichts geändert, nämlich dass bis zum heutigen Tage eine entsprechende Evaluierung der Gesetze fehlt, meine Damen und Herren. Dass wir nach 2 Jahrzehnten schwarz geführter Landesregierung als Parlament wohl nur störende Begleitmusik für Sie als Landesregierung sind, haben wir mannigfaltig diese Tage wieder erlebt. Das durchzieht sich aber auch in den Fachausschüssen. Wir fordern seit Langem, dass
entsprechende Evaluierungsergebnisse, weil nur so kann man ja überprüfen, hat sich ein Gesetz bewährt oder muss es geändert werden. Uns als entsprechendes Gremium, Parlament und vor allen Dingen auch der Fachausschuss vorgelegt wird, sonst können wir das überhaupt nicht beurteilen. Und da sage ich Ihnen deutlich, wir finden es gut, das ist ja das Mindeste, dass Sie die entsprechenden Unterlagen vorlegen wollen, aber eine Evaluierung ist das noch lange nicht. Ich möchte auf einige Punkte eingehen, die in diesem Sammelgesetz unserer kritischen Nachfrage bedürfen bzw. wo wir auch ganz klar schon andere Positionen beziehen als Sie. Wir finden es schade, dass in dem sogenannten hessischen Therapieunterbringungsgesetz, wo es um Menschen geht, die psychische Auffälligkeiten aufweisen und die entsprechend nach diesem Gesetz einer entsprechenden Unterbringung bedürfen, dass Sie es nicht geschafft haben, trotz Anregung aus dem Hessischen Städtetag und dem Landkreistag hier klarstellende Regelungen vorzunehmen, etwa auch, was dann die Entlassung der Untergebrachten bedingt, weil hier ja gerade das Zusammenspiel, wenn derjenige entlassen wird, auch ein Zusammenspiel mit den Kommunen ganz wichtig ist. Und da ist vom Städtetag, aber auch vom Landkreistag vorgeschlagen worden, dass es im Gesetz klarstellende Regelungen geben soll. Das können wir absolut nachvollziehen und sind gespannt auf die entsprechenden schriftlichen Stellungnahmen, wo sich das bestimmt auch noch einmal erhärten wird. Der zweite Punkt aus dem Umweltbereich. Wir alle wissen, dass das Hessische Fischereigesetz, das die Fischerei und Fischhaltung in Gewässern etc. regelt, dass das unterschiedlichen Interessenslagen ausgesetzt ist, dass dort verschiedene Belange auch geregelt werden müssen, miteinander in Einklang zu bringen sein. Einmal die Interessen des Fischereiverbandes, der Fischerei selbst, aber auch von Natur und Umwelt. Und Sie haben es nicht geschafft, hier dieses Gesetz einer grundlegenden Reform zu unterziehen. Wir haben auch Kritik an der Befristung, an der Länge der Befristung, die Sie hier vorgesehen haben. Also ich kann Ihnen an der Stelle ganz klar sagen, Sie verpassen es hier bei dem Fischereigesetz, eine grundlegende Reform vorzunehmen, meine Damen und Herren. Ein weiterer Punkt, der uns sehr wichtig ist, ist das Hessische Schiedsamtsgesetz und die entsprechenden Regelungen zur außergerichtlichen Streitschlichtung. Für uns ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass Sie bei der Belastung, die die Gerichte und Staatsanwaltschaften haben, dass Sie nicht die Chance nutzen, zu überlegen, wie man denn das Schiedsamtswesen hier in Hessen weiter stärken kann. Sie wissen, dass die Schiedsmänner und Frauen in unseren Städten und Gemeinden eine hervorragende Arbeit machen. Diese schlichten nämlich Rechtsstreitigkeiten von Bürgerinnen und Bürgern kostengünstig im Ehrenamt, relativ, also ziemlich schnell und vor allen Dingen auch mit einer hohen Erfolgsquote von mindestens 55%. Und da nicht zu schauen, wie man dieses Schiedsamt, das es glücklicherweise hier in Hessen gibt, noch weiter ausbauen kann, weil es nämlich auch zur Herstellung von Rechtsfrieden beiträgt, was unserer Gesellschaft bestimmt nicht schlecht tut, wenn in vielen Fällen Rechtsfrieden hergestellt wird und vor allen Dingen bei den streitenden Parteien, die auch dauerhaft miteinander leben müssen oder leben dürfen, etwa bei Nachbarrechtsstreitigkeiten, ist es für uns unverständlich, dass Sie zwar diese Gesetze verlängern wollen, immerhin, aber dass Sie nicht die Chance ergreifen, um wirklich mal dran zu gehen, wie man das Schiedsamtswesen weiter ausbauen kann. Das ist aus unserer Sicht ein großes Versäumnis, meine Damen und Herren. Insofern haben wir einige Kritikpunkte. Wir werden aber selbstverständlicherweise das Gesetzgebungsverfahren kritisch konstruktiv begleiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Hofmann. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Dr. Blechschmidt gemeldet.
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir über Sammelgesetze, Befristungen und Evaluierungen in den Landtag oder in vorangegangenen Legislaturperioden sprechen. Ich möchte, gehe gleich auf die drei Beispiele an, von der Kollegin Hoffmann gleichwohl sagen, dass das, Frau Ministerin, was heute hier vorgelegt, mustergültig ist. Wir haben das geprüft. Ja, man kann in dem einen oder anderen Bereich, und ich schließe mich dem Lob an die Schiedsmänner an, gleichwohl sage ich auch, Rechtsanwalt habe ich auch gewisse Wenn und Aber, die wir vielleicht dann auch noch einmal im Ausschuss besprechen können. Ich bin der Meinung, dass das, was heute vorliegt, mustergültig ist, was dieser Landtag unter Sammelgesetz, Befristung, Evaluierung hier diskutieren will. Und das, was die Kollegin Hoffmann an drei Beispielen deutlich gemacht hat, ist ja das, was wir dann im Ausschuss tun, nämlich uns diese Anhörung anzugucken und zu überprüfen, ob Handlungsbedarf ist und ob man dann die Schiedsmänner stärken will. Das ist, glaube ich, kein Gesichtspunkt der Evaluierung, sondern eine Sache, wo man dann ein Gesetzesvorhaben vielleicht von den Fraktionen einbringt. Die anderen beiden Bereiche von Fischereigesetz, aber auch das andere Beispiel, was Sie anführten, ist eine Frage der Evaluierung, wo wir dann noch einmal kritisch drüber gucken müssten. Wir haben schon andere Beispiele gehabt. Ich erinnere vor eineinhalb Jahren an die Diskussion zu einem Sammelgesetz, wo Dr. Wilken für die LINKEN und ich auch problematisiert haben, ob das in ein Sammelgesetz gehört. Ich erinnere mich an uralte Zeiten vor 15, 20 Jahren, wo in einem Sammelgesetz versteckt etwas war, was dann aufgefallen ist, nachträglich korrigiert werden musste, weil im Sammelgesetz hier etwas verabschiedet wurde. Das ist hier heute nicht der Fall. Das Sammelgesetz, die Befristung, die Evaluierung sehen wir als FDP heute in der Lesung als mustergültig an. Die Beratung wird kommen. Ich habe der neuen Referentin auch mitgeteilt, dass das einer der Beispiele ist, wo Referenten mal nachschauen müssen, aber zumindest im Augenblick, auch mit dem Beispiel, was die SPD gesagt hat, hier nichts problematisiert werden kann, was vor eineinhalb Jahren hier problematisch schon in der ersten Lesung sich dargestellt hat. Das Weite wird die Beratung bringen, Frau Hoffmann. Da werden wir uns die Evaluierung und insbesondere das angucken, was da vorgetragen wurde, ob da ein Bedarf besteht und ob die Schiedsmänner gestärkt werden. Ja, Schiedsmann muss immer gestärkt werden. Ich halte das hoch. Ist keine Frage, glaube ich, der Evaluierung, sondern das, was dann als Gesetzvorhaben vielleicht von Fraktionen auch eingespeist werden muss. Deshalb hier und heute Zustimmung von der FDP. Wir warten auf die Beratung im Ausschuss und schauen uns an, was die Anzuhörenden gesagt haben. Aber hier, zumindest von dem ersten Blick, ist das okay. Danke. Danke, Herr Blechschmidt. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Honka gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf mich zunächst einmal bei der Justizministerin bedanken, dass sie gleich zugesagt hat, so wie es auch bisher üblich war in dem Verfahren, dass die Unterlagen der Regierungsanhörung uns zur Verfügung gestellt werden, weil das erleichtert uns dann das Verfahren für die Ausschussberatung, der Vorbereitung und dann auch im Ausschuss. Dafür einen herzlichen Dank. Dann möchte ich die Gelegenheit auch nutzen, gerne schon mal gleich zwei, drei Dinge zu erwidern auf das, was Frau Kollegin Hoffmann für die SPD-Fraktion hier vorgetragen hat. Zu dem Stichwort im Therapieunterbringungsgesetz, das Sie angesprochen haben, es müsste da eine Regelung geschaffen werden. Also, wenn ich das so lese, dann sehe ich, dass es da eine Regelung schon gibt. Wenn man jetzt eine andere Regelung haben will, ist das wieder ein anderer Sachverhalt. Aber wenn es für den Sachverhalt, um den Sie sprechen, bereits eine Regelung gibt, brauche ich keine neue Regelung zu schaffen, sondern muss mir nur die alte anschauen. Von daher Thema Haken dran gemacht. Thema Fischereigesetz, was Sie angesprochen haben, da steht in der Begründung des Sammelgesetzes, wie wir sie vorliegen haben, explizit drin, das soll kürzer befristet werden, weil das zuständige Fachministerium eine entsprechende Evaluierung, eine breitere Überarbeitung in Vorbereitung hat, in Aufstellung hat. So, und damit wird das Sammelgesetz auf das zurückgeführt, was es sein soll. Es soll eben keine inhaltlichen wesentlichen Änderungen vornehmen, sondern es soll nur die entsprechenden Befristungen, den Rahmen schaffen. Und an der Stelle ist insofern auch Haken dran, alles richtig gemacht. Und das Schiedsamtsgesetz, ja, das ist eine spannende Frage. Und auch da sind wir dann aber bei der Frage inhaltlicher Ausgestaltung von Gesetzen. Und ja, ich glaube, dass das Schiedsamt wichtig ist. Und wir haben hier einen Punkt drin, den Sie jetzt nicht angesprochen haben, die Frage der örtlichen Zuständigkeiten. Kann man Gebiete anders schneiden? Und ja, da gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte. Und so richtig und wichtig ich es finde, wie das der Verband der Schiedsleute auch sagt, möglichst die kommunalen Grenzen beibehalten für die Schiedsamtsbezirke, um die Örtlichkeit beizubehalten.
Aber wir stellen halt auch fest, ich glaube vor allen Dingen in Ballungsräumen, dass wir dort Probleme haben, entsprechend die Bezirke zu besetzen. Von daher, das ist eine Debatte, die ist unabhängig davon, ob wir sie jetzt in dem Verlängerungsgesetz führen würden oder in einem anderen Gesetz. Das ist aber eine Frage inhaltlicher Art, die wir in Ruhe miteinander besprechen können. Hat auch nichts mit der Frage ansonsten des Sammelgesetzes zu tun. In diesem Sinne halte ich auch, da kann ich mich Herrn Dr. Blech mit anschließen, dieses Sammelgesetz wirklich für eine Vorlage, so wie sie nämlich mal gedacht war von Anfang an. Möglichst nur Befristung, möglichst nur redaktionelle Änderungen. Wir haben das eben gehört beim Bergamtsbaugesetz, wo schon auf Bundesebene lange etwas weggefallen ist, wo wir gucken müssen, brauchen wir das hier in Hessen noch, und wenn ja, wie brauchen wir es, beziehungsweise wie können wir es langsam herauslösen aus unserem Rechtstatbestand. Alles sauber verständliche Sachen. So ist ein Sammelgesetz ein richtiges Sammelgesetz, und auch ich freue mich auf die Ausschussberatung. Danke, Herr Honka. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Förster-Heldmann gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, das Sammelgesetz, das erste Mal in meinem Leben rede ich zu einem Sammelgesetz. Und ich habe mir gedacht, im Vorfeld, nachdem ich das prüfen lassen von dem freundlichen Mitarbeiter unserer Fraktion, habe ich gedacht, was soll man dazu lange reden? Jetzt habe ich gelernt, es geht. Wenn man nur will, kann man auch dazu lange reden. Aber ich schließe mich jetzt zuallererst einmal meinen männlichen Vorrednern an und sage, ja, dieses Sammelgesetz ist so in Ordnung. Ich bin auch gespannt auf die Evaluierung, die wir ja und die Anhörungsunterlagen, die wir ja dann auch zugestellt bekommen. Und insofern wird es alles interessant. Ich bin auch froh darüber, dass in diesen einzelnen Gesetzesvorlagen, also dass dort nur redaktionelle Änderungen vorhanden sind und dass es nur um eine erneute Befristung dieser Gesetze geht und es nicht so ist, dass sich irgendwelche Dinge in diesen Änderungen verstecken könnten, die uns einer Diskussion entzogen werden würden. So. Trotzdem möchte ich jetzt natürlich jetzt mal ganz klar sagen, das, was meine weibliche Vorrednerin ja angesprochen hat, das sind eigentlich Dinge, die ja nicht Inhalt in ein Sammelgesetz finden, sondern gerade wenn wir dieses Schiedsamtsgesetz betrachten, das ist ja echt eine komplexe Sache, und man kann das so und so sehen. Natürlich haben die Schiedsleute ein komplett eigenes Anliegen, und natürlich haben wir Kontakt mit diesen, und natürlich gibt es Gespräche darüber. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns im Ausschuss darüber mal befinden und ein gemeinsames Ergebnis erarbeiten, auch wenn es da möglicherweise unterschiedliche Anschauungen gibt. Aber natürlich kann es nicht sein, dass im Sammelgesetz sozusagen entweder eine Professionalisierung oder eine Ausweitung, eine neue Aufteilung der Zuständigkeiten, dass sich das in diesem Gesetz versteckt oder offen geändert worden wäre. Deswegen finde ich das, ich betone es deswegen, weil es irgendwie so ein bisschen eine Umkehrung der Diskussion ist, die wir gestern geführt haben. Das fand ich, sollte man schon noch einmal erwähnen. Also, auch wir sind sehr zufrieden damit. Ich bin gespannt auf die Diskussion, die wir dann auch auf Grundlage dieses Sammelgesetzes dann in den nächsten Ausschuss führen werden. Und insofern vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Frau Förster-Heldmann. Wir sind am Ende der Aussprache angelangt und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Rechtsausschuss.